Hallo, heute möchte ich euch ein Produkt der Firma Foreo vorstellen. Wer Foreo nicht kennt, Foreo ist eine schwedische Beauty-Firma, die es seit 2013 gibt und mittlerweile ist diese Firma in 40 Ländern vertreten. Das Markenzeichen der Beauty-Firma Foreo sind die Beauty-Geräte, die einzigartig sind und vor allem auch die Technologie, die dahinter steckt. Was ich damit meine, werde ich euch jetzt in diesem Video zeigen, denn das Gerät, das ich für euch getestet habe, ja, ist von der Technologie her genau wie Foreo das verspricht und auch vom Design her. Als ich die Pressemitteilung von Foreo gelesen habe, habe ich gedacht, das könnte auch ein Produkt für dich sein, Senne. Und ja, gesagt, getan, so sieht das Produkt aus. Es nennt sich Espada und soll Akne und Mitessern an den Kragen gehen. Und wie das Ganze funktioniert, das werde ich euch jetzt erklären. Um zu verstehen, wie die Espada-Akne-Behandlung funktioniert, muss man erst verstehen, wie entsteht überhaupt ein Pickel, wie entsteht Akne. Und das ist ganz leicht zu erklären. Akne entsteht dann, wenn die Balance der Talgproduktion gestört ist. Dies kann durch genetische Erbanlagen hervorgerufen werden oder zum Beispiel durch hormonelle Störungen, wie wir sie zum Beispiel in der Pubertät kennen. In den Talgdrüsen sitzen sogenannte Mikroorganismen, Aknebakterien. Diese ernähren sich von überschüssigen Ölen auf der Haut. Diese Bakterien produzieren freie Fettsäuren, die die Haut reizen, die die Haut entzünden. Ja, und so entsteht ein Pickel und im schlimmsten Fall auch Akne. Und das nennt man Akne vulgaris. Da wir jetzt wissen, wie ein Pickel entsteht, soll jetzt diese Espada dagegen wirken. Die Espada verspricht schnelle und schonende Beseitigung von Hautunreinheiten, hilft zukünftigen Ausbrüchen vorzubeugen, reduziert Schwellungen und Entzündungen, reguliert die Talgproduktion in gezielter Gesichtsbereichen, damit die Haut nicht mehr so ölig ist und diese Bakterien sich von diesem überschüssigen Öl auf der Haut ernähren können. Stimuliert die Mikroblutzirkulation, verbessert die Hauterneuerung, hinterlässt eine gereinigte, gesunde und glatte Haut. Das verspricht Foreo und ja, ob das Ganze funktioniert hat oder nicht, das zeige ich euch jetzt, denn ich habe vor ungefähr einer Woche angefangen, die Espada auszuprobieren und werde euch jetzt Bilder einblenden von meiner Haut vor einer Woche und von meiner Haut heute Morgen und muss sagen, dass ich Unterschiede erkennen kann. Foreo empfiehlt 28 Tage zu testen, um eine reinere Haut zu bekommen, um gesündere aussehende Haut zu sehen und um weniger sichtbare Ausbrüche zu sehen. Ich für meinen Teil muss ja sagen, dass ich Gott sei Dank toi 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 schon immer mit einer relativ guten Haut gesegnet worden bin. Also ich hatte auch in der Pubertät nie Akne oder so, aber ich habe halt immer wieder mal Unreinheiten, ja so kleine Pickelchen, so kleine Pickelchen, die halt auch sehr selten rot sind, aber sehr störend sind. Und ich muss sagen, dass sie auch zurückgegangen sind. Ich habe auch meinen Mann gefragt, ich da schau mal bitte, findest du nicht, dass schon nach dieser Woche die Pickel zurückgegangen sind? Und mein Mann hat es mir auch bestätigt, also spielt mir das nicht ein. Die Pickel sind etwas zurückgegangen. Und ja, ich werde das Ganze auf jeden Fall weiter testen. Und wenn ihr möchtet, werde ich ein Folgevideo drehen. Also ein Update drehen in ungefähr einem Monat. 28 Tage soll man ja mindestens testen und dann werde ich euch auf jeden Fall die endgültigen Testergebnisse dann mitteilen. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das möchtet oder auch nicht. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert mit Blaulicht. Dieses Blaulicht dringt zielgerichtet unter die Hautoberfläche, um Aknebakterien bereits in der Entstehung zu eliminieren. Die T-Sonic-Pulsaktionen helfen, dem Blaulicht tiefer in die Haut einzudringen für höchste Effizienz. Auch ein zielgerichtetes Licht ist eingebaut. Es stellt sicher, dass die Lichtimpulstechnologie präzise auf die zu behandelnde Stelle geleitet wird, selbst auf die kleinste Unreinheit. Auch eine Hautsensoraktivierung ist eingebaut, startet die Behandlung sobald Kontakt mit der Haut und hilft dem Licht einzudringen, wo es benötigt wird. So ist es halt sicher für Haut und Auge. Es funktioniert nämlich nur, wenn man halt ja an den Sensor hier drankommt.
Man kann also nicht irgendwo hinstrahlen, zit, 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 nein, 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 nur wenn wirklich Kontakt mit der Haut entsteht. Die Espada besteht komplett aus Silikon, wie alle Foreo Produkte. Es ist ein medizinisches Silikon für höchste Hygiene und Wohlbefinden. Antibakterielles Silikon umhüllt den Außenteil des Gerätes. Dies verhindert die Bildung von Bakterien auf der Haut und ist gleichzeitig zart zu empfindlicher, akneanfälliger Gesichtspartie. Und nicht nur das, sondern ist auch wasserfest, das heißt, man kann es auch unter der Dusche benutzen. Da ist auch egal, dass hier die Aufladeöffnung, die ist auch wasserfest, genau da. Also man kann es benutzen, ohne Angst zu haben, dass das kaputt gehen könnte oder so. Die Espada ist die Hilfe für Aknepatienten und für alle Leute, die zu Pickel und Unreinheiten neigen. Die Espada tötet Aknebakterien durch Blaulicht ab. Und das innerhalb von 12 bis 24 Stunden. Und so ist der Pickel ausgetrocknet und er kann nicht weiter mutieren. Und ja, es entsteht nicht noch ein größerer Pickel. Ich habe die Espada nur eine Woche verwendet, aber dafür sehr intensiv. Nicht nur zweimal am Tag, also nicht nur morgens und abends, sondern immer dann, wenn ich Zeit gehabt habe. Und habe sie dann morgens, mittags, nachmittags und abends, also manchmal wirklich viermal am Tag verwendet. Man darf sie nämlich in Abständen von 4 Stunden nochmal verwenden. Und je nachdem, wie stark eine Stelle von Pickel oder von einer Entzündung betroffen ist, kann man das Gerät bis zu 4-mal an der gleichen Stelle halt verwenden. Um es euch zu demonstrieren, werde ich das Ganze jetzt mal auf mein Gesicht halten. Und bitte denkt dran, die Haut muss sauber sein. Also ihr benutzt das Gerät auf sauberer Haut, auf trockener Haut, damit die Espada wirklich tief in die Haut eindringen kann und die Aknebakterien abtöten kann. So, zur Demonstration werde ich mir das Ganze jetzt hier drauf machen. Ich habe es hier eingeschaltet, hier am Knopf. Und hört ihr dieses Vibrieren? Durch dieses Vibrieren wird das Blaulicht noch tiefer in die Haut gelegt, gesetzt, gestrahlt. Ich denke mal, man hört es. Es fängt langsam an und wird immer stärker. Und das Ganze geht 30 Sekunden. Und nach diesen 30 Sekunden kann man die Stelle, je nachdem, genau, jetzt, das war das Signal dafür, dass die Behandlung zu Ende ist. Und je nachdem, wie sehr dieser Bereich halt entzündet ist, kann man diesen Vorgang jetzt 4-mal wiederholen. Ich habe das Ganze ja mal da, mal da, mal da benutzt. Also ich muss sagen, es hat nicht eine Minute gedauert. Pro Partie vielleicht, ja, man kann ja zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten je Partie bearbeiten. Aber ich hang da bestimmt so, ja, vielleicht 10 Minuten dran, aber ich habe es immer nebenbei gemacht, indem ich zum Beispiel einen Videoclip geschaut habe oder irgendeine Serie. Also ich habe es immer neben einer anderen Sache gemacht. So habe ich die Zeit auch nicht als lang empfunden, weil ich es ja immer nur nebenbei gemacht habe. Die LED-Blaulichtlampe, die eingebaut ist, hält bis zu 10 Jahren. Für die Sensibelchen unter uns, sie ist sogar für ultrasensible Haut geeignet. Der Akku hält mit einer Stunde Aufladung 4 bis 5 Monate, aber ich denke, das ist individuell, je nachdem, wie oft man die Espada benutzt, wie intensiv man sie benutzt. Ich habe sie jetzt mindestens 4-mal am Tag benutzt. Ich bin bis jetzt zufrieden damit und freue mich schon auf das Testergebnis, aber wie schon gesagt, meine Haut ist auf jeden Fall reiner geworden. Noch nicht zu 100% rein, aber auf jeden Fall reiner. Das Design gefällt mir auch super gut. Da sieht man auch nochmal die Einzigartigkeit von Foreo, denn sie entwickeln Produkte, die sehen ein bisschen anders aus wie die Produkte, die wir normalerweise kennen. Ich habe auch die Gesichtsbürste. Ich liebe die Produkte und ich bin guter Dinge, denn eine Woche und ich sehe schon Unterschiede. Ja. Ich würde sagen, ich kann sie fürs Erste weiterempfehlen. Ich hätte mir auch einen größeren Pickel in meinem Gesicht gewünscht, ja, um euch einfach den Effekt zu zeigen, um zu schauen, ob da wirklich was passiert. Aber ich für meinen Teil bin bis jetzt zufrieden und erhoffe mir sehr viel von der Espada und hoffe, dass sie mich nicht enttäuschen wird, obwohl ich jetzt ja schon Unterschiede, positive Unterschiede feststellen konnte. Ich finde das Design super, finde die Farbe auch wunderschön. Ein schönes, knalliges Pink gibt es, glaube ich, auch noch in einem dunklen Blau und in einem hellen Rosa. Genau, finde ich wunderschön, gefällt mir sehr gut und passt auch zu meinen anderen Foreo-Produkten. Meine Haut fühlt sich nach der Behandlung normal an.
Es tut nicht weh, die Behandlung tut überhaupt nicht weh. Das Licht strahlt in die Haut ein, ohne dass man überhaupt etwas merkt, außer dieses Vibrieren der Haut. Das ist auch ein super Pluspunkt. Also es ist nicht so wie ein IPL-Gerät oder so, dass da Piekser entstehen können oder Hitze oder was auch immer. Also total schmerzfrei. Man bekommt es eigentlich nicht mit, außer, genau, außer dieses Vibrieren. Das war's. Unten in die Infobox werde ich euch den Link von Foreo reinsetzen und vergisst nicht auf jeden Fall reinzuschauen. Schaut vorbei, falls ihr euch ja schon immer ein Beauty-Gerät von Foreo holen wolltet, dann ist das auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis demnächst. Tschüss!